Guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Oh, Akku aufladen. 9 Uhr. Sind schon etwas länger wach. Leonie ist wieder wach geworden, weil sie die Kinder gehört hat. Leonie ist hier am Malen. Okay. Jetzt macht sie gerade eine Kekspause. Alles gut? Ja. Und guckt zu, wie der Robi hier putzt, gell? Mama holt mir die ganzen Decken hier zusammen. Zeug habe ich schon ein bisschen weggeräumt da in der Ecke. Da alles hingeschoben, damit er hier putzen kann. So, schön im Weg. So, wieder aufgeräumt. Wie lange bleibt das so? Ungefähr 5 Minuten. Aber ist auch nicht so schlimm, gell? Ja, du darfst spielen, mein Schatz. Bist du da unten? Ja. Oh oh, hoffentlich hängt er nicht fest. Kommt er wieder raus? Der Roy hat mal hier so einen Lappen hier fürs Auto gekauft, wo man die Hand so reinmacht. Ich finde das so cool, ich gebe ihm das nicht mehr zurück. Ich putze damit hier überall. Also das ist richtig praktisch, sogar für die Treppen. Geht ganz schnell und nimmt den ganzen Staub mit auf. Richtig cooles Teil. Während die Mama sich fertig macht im Bad, holt sie immer alles. Da holt sie bestimmt das nächste. Der Keks liegt auch am Boden. Sie holt immer hier alles raus und bringt es entweder hier auf die Heizung oder ins Wohnzimmer. Ja, da ist das nächste. Machen das eure Kinder auch? Okay, ich wollte jetzt unbedingt die Feuchttücher mitnehmen. Ja, Hauptsache, sie ist beschäftigt. Die wird jetzt anfangen zu kochen. Wir müssen heute unbedingt einkaufen, denn wir haben nur noch Reis und Bohnen. Das mache ich jetzt. Ich glaube, ich habe noch ein paar Karotten. Die kann ich ja auch noch mit reinschnüppeln. Wir haben ja am letzten Freitag eingekauft, aber das meiste halt zum Grillen. Hier sind auch Karotten, die kann ich auch noch nehmen. Ja, die sehen auch gut aus. Und haben halt nicht so viel für die Woche gekauft. Das meiste nur so halt für den Geburtstag. Hier ist übrigens auch noch Kuchen. Aber ich glaube, der kommt jetzt weg. Der steht ja schon seit Samstag da. Den mache ich jetzt Müll lieber. Nicht, dass jemand Scheißerei kriegt. So. Vor 15 Minuten kam das Video online. Und jetzt wisst ihr, dass es ein kleiner Junge wird. Oh, Leo nimmt ihren T-Shirt. Die Kinder lieben es, ins Feuchttücher zu stehen. Aber das hat Lukas und Selina auch schon gemacht. Ein Junge, genau. Habt ihr es gehört? Junge, sag mal nochmal. Jo, wird ein Brudi. Hast du dann zwei Brudis? Lukas? Lukas, und sie sagt immer, noch eine. Leonie, du Quatschkopf. Du Quatschkopf. Die Mama geht kochen. Ja? Ich hab Hunger. So, fertig unser Essen. Die Kinder sind da. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich mache hier. Ja, ich habe gar nichts gehört, weil der Robi hier seine Station sucht die ganze Zeit. So früh, beide zusammen und auf einmal. Ich mach die Tür auf einmal steht Lukas vor mir. Erschen. Oh, mein Herz. Ja. Ihr macht mich fertig. Schüssel? Welche Schüssel? Die? Ja. Okay. Ich mag die. Oh mein Gott. Warte, ich mach dir drauf. Oder wir wieder Knickers. Danke. Du bist ja ein Spezialist. Ich glaube, Leonie will dir was erzählen. Leonie, komm doch runter. Du musst noch die ganzen. Achso, hast du schon eingeräumt? Ja, sorry, das Tages, wenn da so. So, manchmal ist es praktisch, wenn man zwei Autos hat, denn jetzt müssen wir nicht extra auf den Roy warten, wir fahren jetzt schon mal einkaufen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch Erdbeeren und sowas, da wird der Papa sich freuen, denn der Papa muss später irgendwas am Computer einstellen für den Lukas, deswegen kann er das dann in Ruhe später machen. Ich kann ja dann auch einen Foodhall machen, weil wieso soll ich hier rumsitzen, kann ich ja schon mal alles erledigen. Genau, Lukas hat mir schon wieder Zeug runtergebracht. Ich war gerade fertig mit Abwaschen hier. Typisch. So, okay.
Selina kommt auch mit. Können die Kinder mir tragen helfen. Ich habe heute von einem Nachbarn erfahren, dass die Straße hier gemacht wird. Und er meinte, wir müssen dann irgendwo parken, weil wir dann nicht hier zur Einfahrt können. Weil hier alles aufgebuddelt wird. Die Straße wird neu gemacht. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie wir das mit dem Einkauf dann machen. Das wird lustig auf jeden Fall. In 3 Wochen soll es losgehen. Oh Gott. Oh nee. Ja, dann ist halt die Straße schön gemacht, aber bis dahin ist halt... Ja, ich schleppe hier meinen Mutterpass mit, denn wir haben auch das Rezept hier reingemacht hinten für die Eisentabletten. Ich habe mir ein Kleid angezogen, das ist einfach am bequemsten. Mit dem Kleid drückt nirgendwo. Muss ich mal gucken, wie ich das dann im Winter mache. So ein Baumwollkleid oder so. So Strumpfhosen. Eventuell dann. So, wollen wir? Mama braucht noch Schuhe. Ja, Sina hat voll die coole Hose an, oder? Was sagt ihr? Ich will auch so eine. Dreh ich mal um. Ich habe schon bei H&M geguckt. Ich finde die aber nicht. Wollen wir? Auf geht's. Körble steht schon hier. Wir können ja die Tasche hier auch noch mitnehmen. Obwohl, da sind 2 Taschen, ne? So viel kaufen wir nicht ein. Milch haben wir ja noch, habe ich gesehen. Ja. So, Planänderung. Boy ist dabei. Wir haben jetzt 2 Stunden auf ihn gewartet, denn er hat aus Versehen meinen Schlüssel eingesteckt. So, super, gell? Frau Knoblauch. Welcher ist das hier? 1,29. Erdbeeren gibt's noch. Richtig schöne. Ich habe jetzt mal so ein Rührei-Gewürz mitgenommen. Mal probieren. Was schreit denn da? Hm? Ich habe Lust auf Pfirsiche. Hm? Gurke. Nummer 2. Zucchini habe ich für Lukas wiegt und eine kleine Aubergine. Ein Buttertopf. Was auch? Das kann man jetzt nicht aufmachen. Mama gibt dir was anderes, okay? Mama gibt dir was anderes auf, okay? Sie will den Hefezopf essen. Mama, oh. Leonie hat Melonsocken und Melonenhose. Ja, ich weiß. Passt heute zusammen. Stylisch. Melonenmädchen halt. Ja, in Italien hat sie jede 5 Sekunden Melonen gegessen. Ja, ist auch erfrischend im Sommer. Was gibt's hier Schönes? Ist die Abteilung neu oder habe ich hier nie geguckt? Jetzt kriegst du was. Okay? Sie guckt schon. Da wird ja alles, was morgen ins Angebot kommt. Ja. Aber dann musst du irgendwie was übrig lassen, weil sie müssen ja sehen, dass du Brötchen hattest. Genau. Ja, dann lass ich von mir eine Tüte rein. Lukas, mach mir eine Tüte rein. Wir müssen es ja bezahlen. Nee, so eine große. Achso, ja. Kannst ja andere Sachen noch reinmachen. Brötchen für heute Abend und so. Dein Stoff. Schmeckt? Papa-Seite. Dankeschön. Auch. Tschüss. Ich bin nicht. Ja, Leona für die Kinder und Rind mit Erbsen. So geschnetzeltes. So, die Mama schneidet jetzt den Futter und Papa badet die kleine Nudel. Die freut sich schon. Die Maschine ist fertig, aber feucht. Hätte man sie gleich aufmachen sollen, wir waren ja einkaufen. Oh no. So, Zeit für den Einkaufszettel. Und den Nudel. Wir haben vorhin die Schüssel kaputt gemacht, ist auf den Boden gefallen, kann man wegschmeißen. Und wir haben endlich Fliegennetze gekauft. Die waren im Angebot. Falls ihr welche braucht, Kaufland hat die gerade für 1,99
Da sind sogar zwei Stück drin. 1,30 Meter mal 1,50 Meter plus ein großes. Und die sind alle gleich. Und ein großes für das Dachfenster oben im Wohnzimmer. Wieder mit so einem Reißverschluss. Ja, mega praktisch. Da kann ich das Fenster putzen und Neues dran machen, weil das ist auch schon total zerfetzt. Also nach einer Zeit zerfetzen die. Außer das, das ist von Anfang. Das sieht aus wie neu. Ja. Celina braucht eins. Schlafzimmer, Küche und Ersatz. Genau, also für 1,99 kann man das auf Vorrat kaufen. Hat sich echt gelohnt. So, ich mache mir jetzt nochmal so eine Portion warm. Ich habe nämlich wieder Hunger. Ist auch schon nach 17 Uhr. Das Video vom Roy, der Fotograf, rendert jetzt. Die Kleine badet. Man hört immer noch. Will gar nicht mehr raus. Hört ihr das? Die hat Spaß, die kleine Jule. Das ganze Badezimmer ist nass. Ja, und ich werde mich jetzt auch von euch verabschieden, denn es passiert heute nichts Spannendes. Ich mache nur die Spülmaschine heute. Essen haben wir noch. Wir haben auch Brötchen für heute Abend, wenn wir Hunger kriegen. Und genau. Der Architekt hat sich leider nicht gemeldet. Ich habe den ganzen Tag darauf gewartet. Ich hoffe, dass morgen was kommt. Oder ich rufe morgen am besten selber an und frage, ob es was Neues gibt. Und ja, wegen dem Hausanbau. Falls ihr neu seid auf unserem Kanal. Wir wollen anbauen an unser Haus. Und deswegen war der Architekt da. Und jetzt warten wir auf eine Antwort. Weil die schicken ja alles an die Stadt zum Genehmigen. Genau. So. Habe ich noch was vergessen heute? Ich weiß es nicht. Und ich danke euch auf jeden Fall für die ganz lieben Kommentare zum letzten Video, also genau zum letzten Video, wo wir das Geschlecht vom Baby verraten. Da waren auf jeden Fall ganz viele süße Nachrichten von euch dabei. Dafür danke ich euch, ich habe mich sehr gefreut und ja, habe auch alle durchgelesen. Ich lese immer alle Kommentare von euch. Mache ich immer abends, wenn ich im Bett liege oder wenn die Kleine gerade Mittagsschlaf macht. Und jetzt mache ich mir Essen warm und gehe hoch erstmal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.